Ich habe alles aufgedeckt, war nicht wirklich was Atemberaubendes dabei gewesen. Es war ein legendäres Tier dabei, das war ein Elch, müsste es gewesen sein. Aber bis auf das ich sehr viel Leder bekommen habe, das war hier in dem oberen Bereich, hat es mir, glaube ich, gar nichts gebracht. Ich habe ihn versehentlich schon aufgedeckt. Ich wollte eigentlich hier noch, oh komm, das Gelbe, das hole ich mir noch, das gönne ich mir. Und da war natürlich. Hatte ich mir schon gedacht, aber ich wollte zumindest mal schauen. Vielleicht hätte ich mir den Barren holen können, ohne quasi die Quest weiterzumachen oder ihn aufzudecken. Aber ich habe es auch geschafft. Er lebt noch. Gut, der Barren ist halt immer noch da. Ah, Dann shit. sollte ich vorsichtig sein. Hä? Oh. Ups. Meine Rüstung ist jetzt komplett. Eine zweite Waffe habe ich leider nicht. Da hat er ja gerade durchgeballert. Weil dafür brauche ich halt den Barren, der hier ist, ne? Wie so ein Kontraproduktiv, würde ich meinen. Weh! Junge, was macht der denn hier? Schlitz! Läuft der weg? Nein. Gut. Pock! Der Damage kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was mit dem Umwerfen? Das geht mir immer noch so auf den Sack. Der hat gerade sein Schild weggeschmissen. So ein Vollidiot. Schön, dass die alle einzeln hierher kommen. Pock! Und der pennt ja hier immer noch so, ach, heute ist ja ein schöner Tag und so. Mein Glück ist verbraucht. Da wäre der ein andere Weg gewesen. Ich hätte auch von da unten hier hochklettern können. Da war nämlich eine Höhle. Da wäre ich hier rausgekommen. Das wäre natürlich der bessere Weg gewesen. Hä? Ja, du mit deinem Schild auf jeden Fall nicht. Aber ich bin ausgewichen. Blöde Kuh. So. Jetzt bin ich wieder outfight. Nein, bin ich nicht. Können die mal aufhören, jedes Mal hier einzeln hinzurennen? Ist ja komplett dumm. Alles sind ja auch noch beides Scharfschützen. Schön. Wow, ich habe da gerade einen Bär gehört. Ach ja, die züchten Bären. Da war in einer anderen Nachricht, dass die Bären züchten. Fand ich recht interessant. Ich glaube, hier sind auch irgendwo ein paar Bären dann zu sehen. Alter, wo kommen die denn alle her? Verpisst. Da habe ich sie dann angegriffen. Und bam! Den Schlüssel werde ich auf jeden Fall brauchen, um den Barren holen zu können. Hier halt echt einzeln her. Das ist irgendwie schon traurig, dass die KI so schlecht ist. Aua. Ich glaube, der liegt da halt immer noch im Pennt. So, heute ist aber ein schöner Abend. Oh, hoppla. Bin ich versehentlich in ihn reingedotscht. Statt von ihm weg. Willy? Verpiss dich. Boah, richtig gegen den Barren da geklatscht. Pock. Wie ist er denn hier überhaupt runtergekommen? Ja, die Mahlzeit, die habe ich mir jetzt mal gegönnt. So. Das dürfte eigentlich nicht explodieren. Man darf sich ja auch mal irren, ne? Weil irre bin ich ja schon. Pock. Ah, guck mal, er rennt auf jeden Fall nicht weg. Er hat mich auch schon bemerkt.
Vollidiot. Hä? Hey, als ob ich jetzt gerade Outfight war. Aber er kann sich noch nicht so ganz entscheiden, so, lauf. Oh, der Bogenschütze ist gestorben, als er hier runtergefallen ist. Das ist so traurig. Ich habe das weite Meer für dich überquert, Gorm. Fühlst du dich geschmeichelt? Nur aus einem Grund wie ich sehe, du Schlange. Ja, um dich zu töten, Vollidiot. Alter, diese KI. Ist einfach nur traurig. Ach, da oben ist der Bogenschütze, deswegen. Aua! Glaubst auch, dass du treffen kannst? Pock. Ey, schon irgendwie traurig. Also mit der KI, da haben sie echt. Das ist einfach nur lächerlich. So wie der Bogenschütze da. Vor allem, ich bin jetzt erst in Fall. Der greift mich die ganze Zeit an und nee, jetzt bin ich in Sichtweite und kann ihn, ne? Da wird dann aggressiv. Der Bursche. Da oben ist wahrscheinlich nochmal einer, aber wir holen uns erstmal. Wir gucken mal, was er so zu sagen hat zu seiner Verteidigung. Schlitz. Warte. Warte. Dies ist nicht die Halle der 500 Türen. Dies ist nicht der Fels der Gefallenen. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden? Niemand, der die würdigsten Krieger kürt. Du, meine Erzfeindin. Dies ist Niflheim, das kalte Nebelreich. Hierher kommen die treulosen Toten, um erneut zu sterben. Hier lösen sich Geister in Nebel auf, um vergessen zu werden. Deine Einmischung hat uns alle verdammt, du Arschkrähe. Mehr Lügen von einem geborenen Lügner. Sprich die Wahrheit. Was führt den Orden nach Vinland? Die Befreiung einer Göttin. Ein Wesen voller Macht und Licht. In fernen Zeiten von den Jötna begraben. Schade, Gorm. Du wirst sie nicht treffen. Gorms Steinauge. Es summt und verbreitet ein seltsames Gefühl. Anderweltlich. Wonach grub Gorm? Etwas, das tief in dieser Höhle ist? Olaf sollte wissen, dass sein Peiniger tot ist. Das schulde ich ihm. Yeah, level up. Hä? Der schon wieder. Hündchen! Was? Hatte das Huhn gerade eine Glaskugel dabei? Oder war das noch so ein nachträglicher Drop? Irgendwo hier müsste noch eine Truhe. Ja, der pennt hier erstmal so. Oh, Gönnung. Der gönnt sich den Schlaf. Boah. Schlüssel an. Ah, okay, dafür war gar kein Schlüssel da. Ja, hier, Schild. Könnte ich mir auch noch die letzte Waffe holen. Ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Schlitz. Schlitz. Ist denn hier überhaupt der Höhleneingang? Glaube ich nicht. Nee.
muss ich ein bisschen woanders langlaufen. Da unten ist noch wer. Der soll mir aber eigentlich egal sein. Genau, da ist noch ein Schatz und da brauche ich bestimmt den Schlüssel für. Oh. Ist interessant. Ne, brauche ich auch nicht. Den habe ich bestimmt für die dickere Truhe gebraucht. Wurde nur nicht richtig angezeigt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Wahrscheinlichkeiten führten uns hierher. Die Berechnungen geben uns Hoffnung. Das ist nichts für mich. Ich sollte zu Olaf zurückkehren. Was? Verdient zu erfahren, was hier passiert ist. Du hättest nur die Kugel da reinmachen müssen und dann hätten wir das Spiel durchgespielt. Gut, es könnte natürlich auch sein, dass wir dann die Welt zerstört hätten, aber... No risk, no fun, ne? Würde ich meinen. Ja, super. Das heißt, wieder zurück zum Anfang. Jo. Ja, dann porten wir uns mal. Dann können wir uns einfach aus Prinzip noch die Waffe holen. Und... Ja, vielleicht gibt es ja einen Erfolg, dass wir dann alles gekauft haben, was es da gibt. Also außer die Sachen, die man halt immer wiederkehren kaufen kann, weil Mahlzeiten kann ich daher auch kaufen und Pfeile auch. Es sei denn, die werden nur begrenzt, aber das wäre merkwürdig. Ja. Auf der anderen Seite, es bringt halt auch überhaupt nichts, hier Tiere zu töten, weil die geben halt nur Leder. Die geben keine anderen Rohstoffe, was echt wichtig wäre. Das ist mir spätestens bei den Wölfen ganz klar geworden, weil Wölfe geben ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zusätzlichen Loot. Die haben halt einfach nichts gegeben. Immer nur Leder. Dann nur noch verhältnisweise sehr wenig. Das heißt, wenn ihr hier Tiere tötet, denkt dran, macht euch nicht den Aufwand. Weil ihr jetzt denkt, oh, guck mal, da sind ganz viele Elche und so. Da könnt ihr vielleicht noch schöne Geweihe und ähnliches bekommen. Oder ein paar Hirsche. Aber es bringt nichts. Ihr kriegt nur Leder. Mehr nicht. Ist wahrscheinlich auch... Ne, okay, ich habe keinen Erfolg bekommen. Wäre auch zu schön gewesen. Ich hoffe, ich kann die paar Rohstoffe, die ich hier habe, zumindest mitnehmen. Ich muss gehen. Und das ist dann hier nicht so eine only auf dieser Karte Map-Währung. Hier ist voll. Dann schauen wir mal, was er hier zu sagen hat. Vor allem, sie traut sich nicht, das Ding da reinzustecken. Aber ja, gehen wir es mal ihm, der wird das schon regeln. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Aber ich verstehe die doch nicht. Wo ist da der tiefere Sinn? Zokki, Rarondunde, Wasagohrori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau, Toyedene, Zinue, Rodiskara, Gete, Junkquiro, Tapuani, Dehni, Zaruki, Totni, Dakwe, Yatehni, Ganare, Ziosumaya, Danu, Akwegu, Gasuma, Hunzi, Yotzi, Zizu, Yagode, Denequa, Dawagu, Danu, Rarondode, Yesutne, Irede.
Sokgi. Osumagu. Wo ist Olaf? Doda. Ahjarek. Dogatga. Negere. Tudayawasi. Rarondo de. Yasagorege. Osumagu. Ya ean da ne. Ne yotzi zizu. Zi wa agoyant da haje. Wa ean ahadu. Zi nahoda wa egweni. Nia de gaderege. Ya ehoe. Zi ya ean da ne. Zi de jutsu wagerdas. Ob das Regenwetter Zufall ist oder bewusst in der Szene angefügt. Ich verstehe dich nicht. Du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zu Jötun Hel mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Hel willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache, für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angolgara du hast seine Art Noora Raugara. Nene auch niot die Waterdet Noia ge. Was hat sich gerade so angehört? Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso. Doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gua. Rasnu sage. Wat ni daherde. Dagua weirde, go? Nimm du ihn. Und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sothogun gaha. Ayesa haherda da. Gatnaraga. Sie ist Cassandra aus dem alten Ägypten. Nee, Ägypten war es nicht. Scheiße, wo, in welchem Zeitraum? Im Griechen, im alten Griechenland. Hat sie der Cassandra einfach mal die Kugel gegeben. Aber der Typ, der eben noch gesagt hat nach ihr,
Es hat sich so angehört. Es hat sich so angehört, als wenn er gesagt hat, ich verstehe kein Wort. Aber es war bestimmt eine. Es war bestimmt eine Geschichte mit einer tieferen Bedeutung. Falls jemand die Sprache versteht, bestätigt einfach das, was ich gesagt habe. Das reicht mir. Ja, gut, das war hier auf dieser, auf diesem Bereich eigentlich alles unnötig. Natürlich, man wird es trotzdem noch auf 100% haben, die Karte, wenn man da schon so einen Fortschritt unten rechts hat, den, dann gönnt man den sich. Was ist denn hier oben? Versteckte Truhen in der Hinsicht, gut, ich weiß nicht, ob es ja jetzt noch irgendwo anders war, aber gefunden hatte ich zwei Stück hatte ich gefunden, außerhalb von Sehenswürdigkeiten oder ähnlichem, die einfach irgendwo rumgeschüttet haben. Hat auf jeden Fall was gebracht, weil ohne hätte ich das, glaube ich, nicht alles kaufen können. Natürlich habe ich auch ein bisschen Eisen, also von dem bisschen Eisen, was ich noch übrig habe, habe ich auch ein bisschen Eisen gefarmt. So roundabout 20 würde ich meinen. 20, na, obwohl mehr. Sagen wir mal ungefähr 30. Und dann wäre das schon sehr eng geworden. Also eine Truhe weniger, die ich nicht gefunden hätte, und das wäre zu einem sehr unnötigen Farm geworden, damit ich alle Sachen bekommen kann, was man nicht braucht. Ne? Die Waffe, das war jetzt mehr so ein Luxusgut nur noch am Ende. Wenn man alles haben möchte, muss man entweder das Glück haben, eine Truhe zu finden, oder man scheiß drauf. Nein, oder man muss halt farmen. Oder man sagt halt, ich brauche so oder so nur eine Waffe. Apropos nur eine Waffe. Wenn ich sie mir schon kaufe, sie ist eine Zweihandwaffe. Ja. Das hätte sowieso nichts gebracht. Gut. Nee, Moment. Die Fähigkeiten zählen doch immer noch. Dann kann ich sie doch in die Zweihandwaffe in eine Einhandwaffe machen können, oder? Ja. Wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt zwei Waffen. Also hätte es doch was gebracht. Aber ja, gut. Was dann zwar einfach natürlich in der Nebenhand wirklich zu tun hat, ist dann auch wieder so eine Frage für sich. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jura gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Garm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Garm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ja, ich bin bereit. Ich bin ja hier mit allem fertig. Lass uns verpissen. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Wahlstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See. K.
Quest abgeschlossen. Jägermahlzeit. Und einen der Hauptgeneräle, sag ich's mal, besiegt. Das heißt, es bleiben nur noch 4 Stück, von denen wir einen auf jeden Fall aufgedeckt haben. Und da ist ja, ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal? Offenbarung? Wie hat sie sich genannt? Offenbarung? Oder so ähnlich? Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Die Frau mit dem Mönchschnitt oder Topfschnitt. Topfschnitt sagt man ja heutzutage dazu. Oh, wow. Ich bin wieder hier drin. Ja, habe ich mir schon gedacht. Jeder Ausstattungsgegenstand ist einzigartig und bringt eigene Vorteile mit sich. Ich habe auch mal, oder mir wurde gesagt, derzeit sind ist das der stärkste Pferd für die Runen verfügbar. Und zwar dieses Pegasus-Pferd. Denn es hat bekommt keinen Fallschaden und man schwebt ein bisschen, wenn man runterspringt. Also ich weiß nicht, ob man schwebt, aber auf jeden Fall bekommt er keinen Fallschaden durch die Flügel. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, gut, ich würde es mir schon gerne kaufen, weil schon cool dann irgendwie. Aber ich würde nicht mit rumlaufen. Da ist ja genauso, ich laufe ja nicht mit dem Wolf rum, weil es ist irgendwie merkwürdig. Vor allem gerade mit ihr mit dem Wolf rumreiten ist erst recht sehr merkwürdig, weil ist etwas ungünstig, würde ich meinen, weil ihre Saga richtet sich ja gegen den Wolf. Und dann auf einem Wolf zu reiten, ist irgendwie so... Natürlich ist dann auch wiederum ein bisschen merkwürdig, weil bei einer Nebenquest hat sie einen Wolf als, sage ich jetzt mal, Tiergefährten jetzt bekommen.